Ich würde gucken, das sind angeblich Top 15 Strange German PSAs. Ich weiß nicht, was das ist. Wir können uns das Ganze theoretisch uns angucken. Geht 17 Minuten oder ich weiß nicht, wie interessant die sind. Wir können mal reingucken. Wenn es langweilig ist, machen wir was anderes an. Das ist halt das Krasse. Ne? Die PSAs gehen nicht lang. PSAs gehen eine Minute in den meisten Fällen. Ne? Wir haben vorhin welche gesehen mit 4 Minuten, aber PSAs gehen in den meisten Fällen eine Minute, 2 Minuten, mehr nicht. Und du hast halt einen Teil die ganze Zeit, diesen Anfangsteil, wo du absolut nicht weißt, worum es geht. Du hast keinen Plan, es passiert auf einmal. Oh, sie ist schwanger? Ah, oh, sie wird am Auto schreiben. Ah, oh, sie wird am Auto schreiben. Hittet halt. Das hittet halt hart. Die letzte Nachricht von der Mutter, das hittet halt sauhart. Das ist halt, oh Gott, die hitten halt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Autofahrer unter euch werden es bestimmt schon mal gesehen haben. Auf Autobahn an der Seite diese Schilder, die auftauchen mit langsamer fahren oder dein Handy kann warten, achte auf die Straße. Ich finde diese Schilder, ich weiß nicht, wie sehr diese Schilder zur Prävention wirklich beitragen, aber tipp, tipp, tot, genau. Ich weiß nicht, wie sehr diese Schilder beitragen wirklich, dass Leute anfangen, sicherer zu fahren, aber ich finde die immer sau ablenkend. Gucken wir mal die nächsten an. Stay concentrated. Na, mal wieder verschlafen, du Superheld. Ich will dich ja nicht hetzen, aber etwas Eile wäre doch angebracht. Warten bestimmt schon alle. Wunderbar, dieser Sommer. Aber ein bisschen heiß vielleicht. Was war da noch? Ach, die Unterlagen. Hey, und du kennst doch die Strecke. Ständig staut's hier. Frag doch das Navi. Ein Anruf. Um diese Zeit. Das muss wichtig sein. Vielleicht der Chef. Zum Glück. Ganz kurz, ich will die eigentlich nicht unterbrechen, die PSA, Bist du aber er hat, frag doch mal dein das Navi? GPS. Er muss geradeaus. Warum hat er sein Navi nach der Strecke gefragt? Er muss geradeaus. Auch wenn da ein Stau ist, es gibt keine Ausweichstrecke mehr wirklich dahin. Außer diesem kleinen Weg, an dem er quasi schon vorbei ist. Was will er jetzt das Navi fragen? Er muss geradeaus. Da kann er das Navi auch in Ruhe lassen. Das wollte ich nur einmal erwähnen. Also, uff, gib ihm da, wo muss ich denn langfahren? Ach ja, 2 Minuten lang dem Weg folgen. Ein Anruf um diese Zeit, das muss wichtig sein. Vielleicht der Chef. Zum Glück bist du der König der Straße. Dir kann nichts passieren. Und ohne Kaffee kommt man einfach nicht in die Gänge. Wie der macht auf so einer kurzen Strecke. Jetzt scheint's aber echt wichtig zu sein. Die Freundin vielleicht? So sauer, wie die vorher war. Geh ran. Komm schon. Ein kurzer Blick kann doch nicht schaden. Lass dich nicht ablenken. Wie der Teufel einfach wirklich ein Hemd trägt. Ganz kurz, ja, der Muster, aber der Teufel trägt ein Hemd mit Flammenmuster. Ich würde nur sagen, die Message ist gut. Ich fand, der andere Kurzfilm hat das besser dargestellt mit der Mutter. Das fand ich war ein bisschen besser als dieser Film. Dass der Teufel dich verführen will, klingt eher irgendwie wie so eine christliche Botschaft. Als ob das vom christlichen Bund Deutschland oder so gesponsert wurde. Aber der fucking. Die Stimme hat gereicht. Ja, ich fand auch, die Stimme hat gereicht. Er trägt ein fucking Hawaii-Hemd mit Flammenmuster drauf. Na. Ich glaube, ich sehe den Teufel. Wieso? Der hat so ein Flammenhemd an. Das ist halt so ein bisschen dämlich, aber okay. Lass dich nicht ablenken. Was ist das für ein Video im Hintergrund immer, wo der Typ seine Frau verprügelt? Was ist das? Ich will antworten. Bitte kommt das noch. Das Die Schritte passen zum Takt, sehr schön kunstvoll. Hochhackige Schuhe auf Treppen.
das ist nicht zum Lachen, Leute. Das ist absolut nichts zum Lachen, aber das sieht so dumm aus. Das ist ein absolut ernstes Thema. Das ist ein absolut ernstes Thema, aber das sieht so fucking witzig aus. Es tut mir leid, das ist nicht. Das ist, ich musste eben sitzen, haben wir das verkniffen, weil die halt alle die gleiche Treppe runterfallen. Das ist halt. Die Message ist sehr, sehr ernst, ne? Dass man vorsichtig sein soll, gerade auch, ne? Hochhackige Schuhe und sonst was auf Treppen ist gefährlich, das ist nichts zum Lachen. Ich weiß halt nicht, warum sie das optisch so gemacht haben. Warum haben die das so gemacht? Warum haben die gemacht, dass das alle. Es hätte eine gereicht, es hätte eine Frau gereicht, die da runterstürzt. Das hätte gereicht, um die Botschaft zu verkünden. Und dann diese Szene, wo die alle so zusammen darunter. Ach Mann. Bitte könnt ihr aufhören. Das ist zu viel. Ich kann mir das nicht angucken. Das ist so dämlich gemacht. Das ist so dämlich gemacht. Das erste war so krass. Das erste war so krass. Und jetzt fallen die da einfach in so Kunstfügung, oder? Och Mann, das erste war so krass. Ganz ehrlich, ganz kurz, wie man es hätte besser machen können. Meiner Meinung nach, wie man es hätte besser machen können. Man hätte es besser machen können, indem man eine ganz normale Szene zeigt. Frau schreibt am Handy meinetwegen oder telefoniert, sagt, ja, Schatz, ich komme. Er ist so am anderen Ende und ist so, hast du das Kleid an, was ich an dir so gerne sehe? Und sie ist so, ja, das habe ich extra für dich angezogen. Und auch die Schuhe, die ich an dir so mag? Ja, natürlich. Und er ist so, okay, ich parke unten vor dem Haus. Komm runter, ich freue mich auf dich. Beeil dich. Und dann, weil sie sich beeilt und mit ihm redet oder so und abgelenkt ist, stolpert sie und der Film endet, der Film ist voll süß mit romantischer Musik und der Film endet einfach, weil sie aufklatscht, weil sie sich den Kopf anschlägt, tot ist. Das war's. Das war's. Vielleicht noch ihn am Ende hören, wie er sagt, Schatz, alles gut, Schatz. Das wäre so viel besser gewesen. Das wäre so viel besser gewesen. Aber jetzt, wie die da alle in Kunstform runterstürzen. Oh, das ist so gemein. Leute, das ist so ein Moment, das ist so ein Moment, wo es fucking schwer ist, ein Streamer zu sein, der nicht gecancelt werden will, weil das ist ein ernstes Video. Aber das ist so dumm gemacht, das ist so dumm gemacht. Und ich muss hier sitzen und versuchen, ne? Meine Fresse. Das ist eine PSA gegen häusliche Gewalt. Das Oh. ist eine PSA gegen häusliche Gewalt, weil wenn Männer die Frauen schlagen, sagen sie oft, nee, ich bin die Treppe runtergefallen und habe daher die blauen Flecken. Holy shit, ist das Oh. gut! Ist das stark! Ja gut, da kann ich auch verstehen, dass ne, das Video ist Ja, wahrscheinlich von tausende einer Person. Frauen, die alle das Gleiche erleben, die gleiche imaginäre Treppe, die es nicht gibt. Ich meinte eigentlich, dass die Person, die das hochgeladen hat, wahrscheinlich nicht Deutsch spricht und das nicht verstanden hat. Ach so. Aber ja, das ist krass. Fucking gut. Fucking gute PSA. Ja. Leck mich am Arsch. Ich dachte wirklich, es geht darum, dass Leute trotzdem, passt auf, wenn ihr mit hochrangigen Schuhen auf Ja. Treppen geht. Fand ich aber einfach auch ein bisschen komisch, dass man dafür eine PSA macht. Aber. Ich meine, Damn. das sind so gesehen zwei, ne? Zwei Ja, zwei in Nachrichten in einem. einem. Gucken wir die nächsten an. Jetzt kommt halt wieder die seltsame Szene, wo der Mann seine Frau jagt. Weiß nicht, warum die immer im Hintergrund ist. Protect your children. Oh, die kenne ich. Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. Ist Ihr Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein. Hi, ist Klausi da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal hoch. Ein paar neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Coole Location.
Der Part mit dem fucking Roboter war immer so. Es geht gegen Ballerspiele. Dass man das damit reinmacht, finde ich ein bisschen komisch. Aber dieser fucking Part mit dem Drecksroboter, der die Tür drin. Die Werbung, für die es noch nicht verstanden haben, es geht darum, passt auf, was ihr Kind im Internet macht, was ihr Kind am PC macht, ne, lasst die nicht unbeaufsichtigt. Aber diese Vorstellung, dass das gleichbedeutend ist. Er schreibt mit Neonazis, keine Ahnung, was für Foren er sich rumtreibt, aber er schreibt mit Neonazis, er schreibt mit Prostituierten, wie gesagt, keine Ahnung, wo Klausi sich rumtreibt. Und er spielt Ballerspiele jetzt, aber dieser fucking Roboter. Und die Mutter ist so. Ach Mensch, schön wollte ich umdekorieren. Ist das nicht die mit dem richtigen Hasen, das ist die mit dem richtigen Hasen. Wo ist Klaus? Hier lang. Guten Tag. Ah, hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Im wirklichen Leben würden sie ihre Kinder schützen. Dann machen sie es doch auch im Internet. www.clicksafe.de. Das Ding mit den Pädophilen verstehe ich absolut, weil viele Kinder, die sich halt nicht auskennen, geben in Chatrooms zu viel bekannt, wissen nicht, mit wem sie schreiben, hinterfragen das nicht. Das sehe ich alles auch so. Ballerspiele finde ich eine dämliche Debatte. Ich glaube nicht, dass Ballerspiele Kinder böse machen oder so. Aber ich verstehe nicht, was zur Hölle Klausi im Internet macht. Geht das mit den Prostituierten einfach nur darum, dass er sich Pornos anguckt? Kann auch sein. Weil dann finde ich das auch nicht schlimm. Pornos könnte sein. Und was macht er mit den Neonazis? Schreibt Klausi rechtsradikale Sachen ins Internet oder chattet er wirklich mit Neonazis? Ja, was mit Klausi? Ja, vielleicht ist Klausi einfach. Wir wissen ja nicht, wie alt Klausi ist. Vielleicht ist Klaus nicht ihr Kind, sondern ihr Mann. Das haben wir, das wird er nicht erfahren. Es kann ja sein, dass Klaus ihr Mann ist und der ist oben und der schreibt halt mit sonst wem. Steht für falschen. Ja, gut, das kann sein, Busch, dass es falsches Umfeld ist, dass es damit zusammenhängt, dass Klausi Freunde findet, hat keine erwachsenen Neonazis, während er ein Kind ist, sondern einfach Leute mit diesen Ansichten, die aber auch eher sein Alter sind, oder? Also ich muss sagen, ich hatte von dieser Werbung nur noch im Kopf, dass der Typ kommt mit, komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Und der Part, finde ich, hittet auch als einziger. Finde ich auch, ja. Weil die Mutter, die oblivious ist und so, ist so, ach ja, okay, geh mit. Ne? Das finde ich, das hittet. Die Leichtgläubigkeit, Gutgläubigkeit, die sie im Internet haben, dass die im echten Leben übertragen wird. Das kann ich absolut nachvollziehen. Den Part, der hittet hart. Den finde ich gut. Den anderen Kram weiß ich nicht. Mit den Neonazis, ja, ist für mich noch okay. Mit den Prostituierten finde ich irgendwie hammer seltsam. Und das mit dem Ballerspiel, finde ich, passt überhaupt nicht rein. Weißt du, du hast Rechtsradikale, du hast einen Pädophilen, der das Kind entführen, vergewaltigen, sonst was will. Und dann hast du Ballerspiele. Und das alles auf eine Ebene stellen, finde ich komisch. Persönlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Dofi. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die haben einfach verschiedene Sachen gesucht, damit sie mehr aufzählen können, ja. Vielleicht. Oder so. Oder damit es am Ende halt mehr hittet. Weißt ich du? Weiß, ich habe das als Kind geguckt und ich fand diesen Roboter, der mit der Knarre reinkommt, unfassbar cool. Ich weiß noch, ich habe den gesehen und das war, die Werbung lief ja manchmal und ich habe die Werbung so gefeiert, wenn der kam und die ganze Wohnung kurz und klein geschossen hat. Und wenn ich hier so darüber nachdenke, dann ist das ja das Gegenteilige, was das Ding erreichen sollte. Das sind einfach Repräsentationen all der Leute, mit denen er im Internet Kontakt haben kann. Ah, okay. Deswegen gehen sie auch in sein Kinderzimmer. Das ist mit dem Kinderzimmer verstanden. Bezüglich Videospiele und Kinder kann ich mir vorstellen, dass es eher darum geht, dass die Eltern zum Teil nicht wissen, welche Games ihre Kinder so spielen. Ich habe meine Umfrage in der Grundschule gemacht in den Klassen bezüglich Games ab 18. Die Eltern waren bei der Auswertung schockiert und wussten zum Teil gar nicht, was das für Spiele sind. Glaube eher, dass es um sowas ging. Jazz war verantwortlich, dass die ganzen Kinder nicht mehr GTA spielen durften. Die ganzen Kinder waren so, danke Jazz! Jetzt darf ich wieder nur noch Hello Kitty's Adventures spielen. Aber das ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, diese PSA, dann ist es tatsächlich auch dieses typische, dass sie in sein Kinderzimmer gehen, wo alles stattfindet. Das ist, ne? Das muss ich auch denken. Das ist klar, wenn man sich anguckt, aber mal so drüber nachdenkend. Be smarter than your phone.
Für die von euch, die nicht lesen können. Was hat der denn für eine Playlist? Was sind das denn für Songs in der Playlist? Das, du hast, was höre ich denn gerne? Beethovens Fünfte? Ach ja, und Slaughtered Animals. Danach noch schön eine Stunde Kettensägen-Sounds. Das ist der Shit, den ich pumpe. Was ist das denn? Alter, wäre doch voll cool, ne? Ich mach mit Trailerpark an, dann sitzt ein Alligator und Cola bei mir im Auto. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es heute schon genug Leute gibt, die Shooter mit den anderen gleichsetzen würden. Das sind aber, ich finde heutzutage, es ist aber weniger geworden, glücklicherweise. Das ist eine wilde Playlist. Er hasst aber auch alle seine Lieder in der Playlist. Das ist seine Playlist. Was ist seine Playlist Lieblingssongs? Und da haben wir so. Was? Die Zahl der Unfälle steigt weiter. Ablenkung ist immer mehr verantwortlich für. Das ist hart. Ganz nicht. Theo hat sich am Steuer ablenken lassen und die 17-jährige Hannah getötet. In einer Sekunde kann mehr passieren, als du denkst. Irgendwie war die Stimme am Ende komisch. Ja. Die Stimme klang wie so Creepypasta-Vertoner 2012. Also irgendwie so gar nicht. Warum hat man nicht die Stimme von dem Nachrichtensprecher genommen, der vorher neben ihm saß? War das nicht seine Stimme? Nein, das war eine andere. Das ist ein sehr direkter Titel. Also ich kann mir vorstellen, was jetzt passiert. Oh ja, endlich sehen wir diese Werbung. Endlich verstehe ich, warum die ganze Zeit im Hintergrund gezeigt wird. Das ist so wichtig, deswegen lasse ich die Telefonnummer jetzt auch nochmal eingeblendet. Ganz, ganz wichtig, ob männlich oder weiblich, je nachdem, ne? Gibt auch Seelsorgenummern für Männer. Wenn ihr in einer toxischen Beziehung steckt, es gibt Hotlines, die ihr anrufen könnt. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass irgendein Partner oder irgendwer sonst die Hand gegen euch erhebt, euch irgendwie physisch oder psychisch Gewalt antut. Es gibt nie eine Rechtfertigung, es ist nie okay, es ist nicht ja, aber er meint es nicht, das ist alles nicht so. Wenn jemand die Hand erhebt, hat er dir Unrecht getan und solche Leute bessern sich in den meisten Fällen nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt bessern können, aber absolute sind immer falsch. Aber deswegen, wenn ihr sowas erlebt, wenn ihr sowas habt, auch wenn es schwer ist, ruft bei diesen Hotlines an. Es gibt Leute, die euch helfen können. Don't forget your parents. Oh, nein, Eltern. Oh, das ist... Oh, die Edeka-Werbung. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. Thank you.
ganzes Glück. Für sie würden sie alles tun. Tun sie aber nicht. Zu viele Menschen sterben, weil sie nicht angeschnallt sind. Gurte retten Leben. Oh damn, wir haben noch nicht ein Gurte PSA gesehen. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass wir nicht einen gesehen haben mit Gurten. Aber ja, ne, Gurte, wichtig. Mein Vater war früher so jemand, der mochte Gurt tragen nicht. Und dann irgendwann haben die Autos angefangen zu bim, 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 bim. Und seitdem trägt er immer Gurte. Slow down, take it easy. Dass er da so rausdriftet. Slow down, take it easy. I see they're cruising right down the street. You take a little trip behind the wheel. Slow down, baby, put your mind at ease. Slow down, take it easy. Slow down. Das war eine Schweizer Werbung. Das wisst ihr, wir haben eben gesehen, die brutalen Werbung aus Deutschland. Autounfall, Katastrophe, bam, bam, bam. Und die Schweizer Werbung ist einfach so, da ist fucking Sarazar im Engels-Outfit. Ey, fahr langsam, Junge. Ah, nimm dir ein bisschen Zeit. Let's go, Junge. Deswegen sind mir die Schweizer so sympathisch. Okay, no seatbelt. Ah, no seatbelt, no life. Mal wieder eine Gurtwerbung. This is Michael. Today he's going to hit his girlfriend so hard, she ends up with permanent brain damage. Three dead in this vehicle. The girl is critical. They say the guy without the seatbelt did the damage. Warum soll das eine deutsche Werbung sein? Das sind eindeutig Briten. No excuse. From DOE, supported by AXA Insurance. Gerne Trackengurt. Trackengurt, immer wichtig. Aber warum kommt der auf die Idee, dass das ein deutscher Clip ist? Sind das polnische Untertitel? Ja, irgendwie sowas, ne? Ich dachte gerade kurz, das ist eine fucking Anspielung an die Kinder-Schokobon-Werbung mit den Kindern, die den Kinder-Schokobon in der Mitte liegen haben, so wie die sich angeguckt haben und er in die Mitte gegriffen hat. Wie ist dieses mit Schwuppdiwupp an meinem, oder nee, wie heißen sie? Nee, schokoladig, lecker, klein und rund ab in meinen Mund. Und ich dachte so, jetzt haben sie doch hier nicht die fucking Schokobon-Werbung da reingenommen. Jungs, was ist das denn? Damit will sich Jonas sozial engagieren. Und ganz nebenbei mein Konto aufstocken. So um 2 Millionen. Und was willst du dir davon Tolles leisten? Erstmal einen sehr, sehr teuren Schachlehrer. Matt. Mit dem Glückslos bis zu 2 Millionen gewinnen und das gleichzeitig soziale Projekte fördern. Jetzt auf meinglückslos.de. Aktion Mensch, das Bier gewinnt. Das ist kein PSA. Das ist kein PSA. Vor allem der Sinn dahinter ist nicht helf Menschen, sondern die Werbung von Aktion Mensch zieht darauf ab, du hilfst Menschen, aber denkst in erster Linie an dich, weil du Geld gewinnen kannst. Scheiß Schleichwerbung. Ja, das finde ich halt so problematisch. Der Sinn von Aktion Mensch-Werbung ist ja, ne, die machen ja was Gutes, du hilfst Menschen damit, aber die Werbung zielt nicht darauf ab, drauf zu appellieren, hilf Menschen, weil es das Richtige ist, sondern hilf Menschen und denk an dich, weil du könntest 2 Millionen Euro kriegen. Ja. Ist Glücksspiel letztendlich.
Maschine? When you push your speed on corners, there's less room for error. There's more force taking you off the road and less keeping you on it. Okay. Es geht darum, je schneller du in die Kurven gehst, desto mehr Gefahren gibt es dort. Auch keine deutsche Werbung. Gibt es auch Kriegs-PSAs? Ich denke, es könnte Krieg-PSAs geben, aber PSAs über den Krieg machen ja nicht so viel Sinn, aus dem Grund, dass du, was soll der normale Mensch denn gegen Krieg machen? Weißt du, es liegt ja nicht an mir, es ist ja nicht, weil ich unaufmerksam bin oder am Steuer trinke, bricht ja kein Krieg aus, weißt du? Also ich kann ja persönlich wenig tun, um einen Krieg zu verhindern. Wenn zwei Länder miteinander, oder wenn sowas wie in Russland passiert, what the fuck soll ich tun? Der Krieg bringt ja PSA nicht. PSAs sind Public Service Announcement, das, was wir hier gerade gucken, also quasi Mitteilung an die Allgemeinheit, an die Gesellschaft. Okay, it was me. Ich war's. Ich wusste, das ist fucking Hessen. Interessanter Aspekt, der beleuchtet wird, das Schuldding, weil ne, natürlich, es wird viel gemacht mit du verreckst, wenn du das tust, dann sei vorsichtig, weil dein Leben hängt davon ab. Aber es ist halt auch viel, wo man denken muss, ne, sagen wir mal, du gehst ans Handy, guckst beim Schreiben auf dein Handy und erwischt jemanden. Fährst jemanden um, fährst jemanden tot. Du wirst dein Leben lang damit klarkommen müssen. Gender Equality. Oh, wir hatten noch nichts zu Gender Equality. Das ist keine Deutsche. Es geht nicht darum, dass die weibliche Form von Boss zu Bossy wird, sondern wie unterschiedlich die Sachen bewertet werden. Im Sinne von, ne, wenn ein Typ ein Chef ist und so, dass sich wie einer verhält, ist das halt einfach sein Anführer. Und wenn eine Frau das tut, wirkt sie so wie möchte gern Bossy, einfach nur bevormundend.
Oder was war noch? Ah, genau, wenn ein Mann alles gibt, um Karriere zu machen, wird das als, ne, standhaft, ehrgeizig gesehen. Wenn eine Frau es macht, als selbstsüchtig wegen, ne, sie soll Frau, Mutter sein und sonst was. Das ist, es war eine, war schön umgesetzt. War sehr, sehr schön umgesetzt. Hungry Children. In Deutschland leben über 2,5 Millionen Minderjährige unter der Armutsgrenze. Helfen Sie uns zu helfen. Sie tut mir leid, nur so niedliches Kind. Die Stimme von dem Sprecher übrigens, ich liebe diese Synchronstimme. Dieser Sprecher am Ende, boah, das ist so eine, der hat so eine tolle Stimme. Der hat früher ganz viele Dokus gesprochen, die ich gern geguckt habe, so was passiert, wenn die Menschen verschwinden. Jetzt kommt die strangeste deutsche PSA, ich bin mal gespannt, was kommt. Okay, alcohol-free driving. Was? Das will der mir erzählen? Ich bin in 5 Minuten im Büro. Verdammt! Die Realität, die schaut anders aus. Was zur Hölle war das? Das darf doch nicht wahr sein. Naja, hätte ich eher, also wie ich sie beendet hätte als Beispiel, die Realität sieht anders aus und zwar hätte ich gemacht, er fährt ihr hinten drauf und sie ist tot. Ja, irgendwie sowas krasses. Genau, er steigt aus, sie steigt nicht mehr aus und er geht hin und man sieht nur, wie sie mit dem Kopf auf dem Lenkrad da liegt. Mhm. Das wäre eher, das wirkt jetzt tatsächlich eher wie so ein Comedy-Ding. Ja. Auch, dass der scheiß Wackeldackel einen Akzent hatte. Warum zur Hölle war der Wackeldackel, weiß ich nicht, Schwabe oder was auch immer er war. Also, anders wäre sie strong gewesen, ne?